Guten Morgen, liebe Schüler. Die erste Woche eures Praktikums ist vorbei. Diese Woche geht ihr an andere Orte. Gebt überall bitte euer Bestes. Ich habe keine Lust auf Beschwerden. Wie war dein Praktikum bis jetzt, Lisa? Naja, es geht so. Ich habe es überall vermasselt. Alle haben mit mir geschimpft. Ich werde mir ab jetzt extra viel Mühe geben. Ich werde mir ab jetzt extra viel Mühe geben. Wo gehst du als nächstes hin? Morgen bin ich beim Fernsehen. Hallo Lisa, willkommen in unserem TV-Sender. Mein Name ist Frau Schumann. Ich zeige dir heute, wie wir arbeiten. Hallo Frau Schneider. Dankeschön, ich freue mich darauf. Das ist unser Konferenzraum. Hier planen wir alles. Komme ich heute auch ins Fernsehen? Komme ich heute auch ins Fernsehen? Nein, ins Fernsehen kommen nur unsere Reporter. Schade, ich wollte meine Eltern und Freunde grüßen. Siehst du die blaue Tür da hinten? Ja, ich sehe sie. Da bitte nicht durchgehen. Dort ist das Filmstudio. Okay, ich werde nicht durchgehen. Versprochen. Okay, ich werde nicht durchgehen. Versprochen. Alles klar, wir machen jetzt Mittagspause. Mach es dir hier einfach gemütlich. In 30 Minuten bin ich wieder da. Okay, alles klar. Kommt Leute, wir haben Pause. Ich will wissen, wie es hinter der Tür aussieht. Ich werde nur kurz reinschauen. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer Mittagsshow. Wir reden zuerst über aktuelle Themen, danach über Sport und am Ende kommt das Wetter. Was machst du denn hier? Hallo, ich bin Lisa. Ich mache hier ein Praktikum. Wir sind schon live, Lisa. Ach so, wir sind im Fernsehen? Ach so, wir sind im Fernsehen? Ja, genau. Hallo, ich grüße meine Freunde und Familie. Schatz, komm mal her. Ich glaube, Lisa ist im Fernsehen. Verschwinde, und zwar sofort. Einen Tag später. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber irgendwie klappt es nie. Heute bin ich in der Bäckerei. Hoffentlich passiert nichts Dummes. Hoffentlich passiert nichts Dummes. Hallo Lisa, willkommen in unserer Bäckerei. Freust du dich auf den Tag? Ja, ich liebe Süßes. Sehr schön, auf dem Tisch ist ein Zettel. Da steht das Rezept für den Teig. Weißt du, wie man Teig macht? Ja, das weiß ich. Das machst du sehr gut. Das machst du sehr gut. Ich werde kurz an die Kasse gehen. Mach einfach so weiter. Ich bin gleich wieder da. Okay, alles klar. Oh Mann, ich habe nicht gefrühstückt. Ich habe einen riesen Hunger. Ich werde nur ein kleines Stück Kuchen essen. Das merkt sowieso niemand. Das merkt sowieso niemand. Ein paar Minuten später. Was ist dir passiert? Es tut mir leid. Wo sind die ganzen Kuchen? Ich hatte eine Heißhungerattacke. Du hast 5 ganze Kuchen gegessen? Du hast 5 ganze Kuchen gegessen? Ja, ich hatte kein Frühstück. Raus aus meiner Küche und zwar sofort. Wie läuft das Praktikum, Lisa? Naja, sagen wir es so. Ich habe meinen Traumjob noch nicht gefunden. Wie sieht es bei dir aus? Ich war gestern im Gefängnis. Das war richtig cool. Wirklich? Da gehe ich morgen hin. Das wird dir gefallen. Hallo Lisa, willkommen auf unserem Revier. Bist du bereit für den Tag? Sir, ja, Sir. Sehr gut, dann folg mir bitte. Sehr gut, dann folg mir.
Ich zeige dir zuerst das Gefängnis. Hier sind die Zellen. Dort sperren wir die Bösen ein, damit es in unserer Stadt sicher bleibt. Klaus, erzähl Lisa, was du getan hast. Ich habe eine Bank ausgeraubt. Danach hatte ich für ein paar Monate das beste Leben. Aber dann haben sie mich erwischt. Und du, Robert, was hast du gemacht? Und du, Robert, was hast du gemacht? Ich habe den Hund von meinem Nachbarn entführt. Er hat viel zu laut gebellt. Das hat mich genervt. Komm, Lisa, hier gibt es noch mehr zu sehen. Gehen wir weiter. Das sind unsere beiden schlimmsten Häftlinge. Sie heißen Tim und Linda. Sie sind hier schon mehrmals ausgebrochen. Sie sind hier schon mehrmals ausgebrochen. So etwas darf nicht wieder vorkommen. Wie lange werden die noch hier bleiben? Hoffentlich für immer. Aber bei denen weiß man nie, was die im Schilde führen. Hallo Lisa, schön dich wiederzusehen. Wie geht es deiner Mutter? Das geht dich gar nichts an. Grüß Luca von mir. Sobald ich hier raus bin, gehört er mir. Sobald ich hier raus bin, gehört er mir. Haltet die Klappe beide. Hört auf, unsere Praktikantin zu nerven. Geh mir weiter, Lisa. Von den beiden hältst du dich bitte fern. Das ist die Kantine. Hier gibt es jeden Tag etwas zu essen. Das nennst du Essen? Das Fleisch hier ist trockener als die Sahara. Die Nudeln da würde ich nicht mal meinem Hund geben. Die Nudeln da würde ich nicht mal meinem Hund geben. Mein Salat ist verschimmelt. Seid froh, dass ihr überhaupt etwas zu essen habt. Apropos Essen. Es ist Zeit für meine Mittagspause. Schau dich einfach ein bisschen um. Aber fass nichts an und sprich nicht mit den Häftlingen. Verstanden? Okay, versprochen. Sehr gut, bis gleich. Hallo Thomas, ich hab dir ein paar Donuts mitgebracht. Hallo Thomas, ich hab dir ein paar Donuts mitgebracht. Ich esse keine Donuts, Bob. Die machen fett. Na gut, dann eben mehr Donuts für mich. Entschuldigung, Lisa, eine Frage. Ja, Linda, was willst du? Hast du vielleicht eine Haarspange für mich? Hast du vielleicht eine Haarspange für mich? Wir bekommen hier leider keine. Ja, natürlich. Ich lege sie in deine Zelle. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Okay, mach's gut. Wie gefällt es dir bis jetzt bei uns, Lisa? Sehr gut. Ich habe noch nichts Dummes gemacht. Kannst du dir vorstellen, Polizistin zu werden? Kannst du dir vorstellen, Polizistin zu werden? Ja, von allen Orten gefällt es mir hier am besten. Das freut mich zu hören. Was machen wir jetzt? Ich zeige dir noch die restlichen Orte hier. Okay, das klingt gut. Warum wolltest du eine Haarspange? Weißt du das nicht? Ich dachte, du wärst schlauer, Tim. Gut gemacht, Linda. Verschwind mir von hier. Hier ist unser Hof. Die Bösen dürfen nur eine Stunde am Tag draußen sein. Danach müssen sie wieder in ihre Zelle. Hat es schon mal jemand geschafft, auszubrechen? Das kommt wirklich sehr selten vor. Wir haben die besten Gitter der Welt. Niemand schafft es unerlaubt hier raus. Was war das für ein Geräusch, Max? Das war die Sirene, Sir. Jemand versucht zu entkommen. Lisa, du gehst nach Hause. Hier ist es nicht sicher für dich. Okay, dann sehen wir uns morgen um 9 Uhr. Genau, bis morgen. Wie war dein Praktikum, Lisa? Es war richtig gut. Ich habe zum ersten Mal keinen Mist gebaut. Achtung, liebe Zuschauer, das ist eine Einmeldung. Wir wurden gerade von der Polizei informiert. Die beiden Verbrecher, Linda und Tobias, sind aus dem Gefängnis entkommen. Anscheinend hat jemand ihnen eine Haarspange gegeben. Mit der Haarspange konnten sie das Gitter aufbrechen. Rufen Sie unbedingt die Polizei, wenn Sie die zwei sehen. Was? Wie konnten die wieder entkommen? Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe wieder Mist gebaut, Papa. Frage an euch. Wie viele Kuchen hat Lisa gegessen?
A. einen, B. drei oder C. fünf? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.